those nerves continue, particularly when you have gunshots being heard by so many of them. Just to give you one other piece of information, you talked about that boat. Some of the residents here say that they've seen that boat. They've been talking about the fact that they know exactly where that boat is and that it's been there for some time. There's some indication that you might have to climb onto a ladder to get into that boat, for example. There is an indication that that boat is just beside a house. So it seems very clear from talking to residents that that is where that standoff is happening, and the mayor now making very clear that that is where the police believe they have. Ja, das ist hier eine Lichtgeschwindigkeit. Ich habe es hier in. They are getting further support though. You'll be able to hear the helicopters just above me again. They're looking down on this garden. 20. April, es ist 2:04 Uhr hier in Köln. Ich habe Echtzeit live jetzt aus Boston über BBC.co.uk hier News. Sie haben angeblich den jüngeren, den zweiten gejagten Mann auf ihrer Boston Manhunt, also die Bostoner Menschenjagd, jetzt erfolgreich mehr oder weniger abgeschlossen. Er hat sich offenbar in einem Garten in einem auf dem Trocken liegenden Schiff abgedeckten Boot versteckt und man hat da rumgeschossen und es gibt keine genauen Nachrichten jetzt, aber sie haben also gejagt und etwas erlegt sozusagen, während die Frage, inwiefern die Bomber jetzt hier, die Verdächtigten auch wirklich die Bomber sind, die sind nicht weiter befördert. I think whenever you talk about stun grenades, there is no doubt that the police want to bring out this man alive if they possibly can, so it would make sense to use them. I have to say that from standing back from the distance I am, and I'm probably, I would say I'm probably about 400 metres away from where we think the standoff is taking place. And from this distance, it sounded like gunfire, but it could well have been stun grenades as well. Ultimately, the police are not giving us any indication of that on the ground here at the moment, which is not, it's probably not surprising. But this is a very difficult situation for them to contain, and they will do every method they can to try to ensure that this ends in the best way possible. And Chris, how many police officers can you see from where you are, and can you describe exactly the kind of vehicles that you're seeing and what the police officers and the SWAT teams are carrying? Well, as I look on, just because darkness is now fallen on this suburb in Boston, we're reaching the point where really visibility is becoming an issue for the police. And I think there was always that fear throughout today that they wanted to try and bring this to a conclusion to find the suspect during daylight hours. Daylight is now pretty much gone here. We're talking about quite dark skies, and as you look down the street, it's the flashing lights of police vehicles are all that you can see. It gives you an indication of how many police vehicles are down there. Just to give you an indication, though, of what police vehicles are being used, from those that I have seen being coming into the area, we're talking about SWAT teams. We're talking about quite armoured vehicles. We're talking about ordinary police cars as well. They are really deploying as many men as they possibly can and women to this area to try to ensure that A, the public are safe, to ensure that they keep people back, and cordons of course have to be put in place in quite a difficult area. This is not an area that's easily contained. We're talking about a suburb of Boston. So we have many streets going off the main road I'm looking down here. Franklin Street is just one of them. You're talking about trying to ensure that gardens and houses that are connected to each other are in some way secured. People are being kept back by the police. This is frankly a pretty difficult scenario and a pretty difficult environment for the police to contain in this way. And obviously they have had this suspect we officers just trying to ensure that they have this area surrounded and that they can try to bring this to a conclusion. Also, ich habe hier auf meinem Echtzeit-Laptop von der Menschenjagd in Boston die Aufnahme, stationäre Kamera von der Straßenseite. Hinter dem Haus ist ein Boot gelagert. In diesem Boot hat man wohl den 19-jährigen jungen Athleten gefunden, der als Bombenleger verdächtigt wird. Und man hat jetzt drei Leute, die angeblich mit dem Russisch sprechen können oder so, die jetzt dort diskutieren, während hier aber gesagt wurde, der ist ja auch Student gewesen, voll integriert in Atlanta und in Amerika, also es ist ein amerikanischer Junge mit tschetschenischer Abstammung, also quasi Russland tschetschenischer politischer Problematik vielleicht, die aber hier in Boston oder in den USA ja für ihn nicht prägend sein müssen. Es sieht so aus, als wenn man hier jetzt eine mehr oder weniger weiche Festnahme kurz vor dem Abschluss hat. Aus Boston, Watertown heißt das, die sind von Cambridge University, Massachusetts Institute of Technology, es ist ein Teil, der technische Teil von Harvard University in Boston, Massachusetts, mit dem Auto geflohen und dann hier in diesem Watertown haben sie den ersten Konflikt gehabt, wo der ältere Bruder, 26-Jährige, mehr oder weniger erschossen wurde. Es wurde auch gesagt, dass er aus Versehen dann auch noch beim Rückwärtsfahren mit dem Auto überrollt worden sei von einem eigenen jüngeren Bruder, der dann abgehauen ist, schließlich zu Fuß, und man hat gesagt, er sei ein sehr guter Athlet. Im Dunkeln, im Rauch ist er schnell weggelaufen und man konnte sich sogar vorstellen, dass der vollkommen abgehauen ist, also auch außerhalb des abgeriegelten Bezirks. Aber jetzt scheint man ihn also hier umzingelt und festgestellt zu haben. Das sagen hier diese Bilder, für die Exklusivrechte ich hier meinen Computer strapaziere. Das ist ja immer das Thema ist mit den Rechten. Also BBC Live Local Time 2011, also 11 Minuten nach 8 abends in USA, Watertown, Boston, Boston Manhunt. Also Manhunt, Menschenjagd. Why the FBI didn't follow Tamerlan more closely. We've also separately heard on a Russian satellite network, an English language one, from a woman identifying herself as the mother of these two brothers, she too saying that the FBI had been in contact with the older brother Tamerlan. She went on to say, he's innocent, this is a setup. That was very much echoing what other family members have been saying, but clearly the FBI doesn't now believe that, and clearly the other authorities don't, but a significant lead there. If the FBI had been interviewing this man, if a foreign government so far unidentified had been concerned about extremist ties, that will be something the intelligence agencies will be looking at very closely, because at the moment we do not have any clear cause. We do not know if there is a strong connection to any organised group, whether that group be foreign or domestic. Many security experts suggesting it doesn't look like a big, broader, organised plot. That was something head of Homeland Security. Okay, ich habe gedacht, Sie kommen hier jetzt kurz zum Ergebnis der Sache. Das ist jetzt ein bisschen unstrukturiert. Ich möchte nur Folgendes sagen. Vermutlich muss man jetzt Marathonläufe veranstalten, in Palästina, in Syrien, überall, wo wichtige politische Geschehnisse sind, in Bagdad, um dann dort sozusagen für die Öffentlichkeit zu sorgen. Also angesichts der Tatsache, dass man den hier gesuchten, verdächtigten 19-Jährigen hat fliehen sehen. Also er ist weggelaufen, er war nicht bewaffnet, er hatte keine Bomben bei sich und so, wird hier ein unglaubliches Medienspektakel gemacht. Und da möchte ich jetzt doch nochmal auf Syrien hinweisen, was in Syrien los ist, wie viele Tausende, ja Hunderttausend Leute dort malträtiert werden und was passiert täglich an Mord und Totschlag in diesen Kriegsgebieten, sowohl in Afghanistan wie auch im Irak oder auch in Israel. Dann ist das hier vielleicht doch ein gutes Beispiel dafür, dass wir hier dieses Blaulicht auch sehr genießen und das Medienaufgebot. Ich habe also vorhin Schweizer Nachrichten gesehen und Echtzeitbericht aus Boston. Dann habe ich das deutsche Fernsehen durchgeschaltet, NTV und jetzt hier BBC. Das ist wirklich volle Breitseite, das ist wie Olympische Spiele. Und die Diskussion müssen wir doch auch führen. Was machen eigentlich unsere Medien bei der Vermittlung von Aufwertung, Übertreibung oder auch Untertreibung und Abwiegelung von dramatischen Geschehnissen? Ich habe nicht ein Bild gesehen vom Erdbeben aus Persien. So, also, schöne Grüße nach Boston, nach Cambridge, nach Watertown und wo immer man meint, die Musik spielt. So, es ist jetzt hier sozusagen auch in Boston Abend und gute Nacht.